die Natur Natur sein lassen. Das ist nicht nur die Philosophie für den Nationalpark Bayerischer Wald, sondern auch die von Petra Jehl. Seit über 30 Jahren ist sie hier als Parkrangerin tätig. Seit einem Jahr streift sie täglich durch das Gebiet rund um Spiegelau, um sicherzustellen, dass alles seinen natürlichen Lauf nimmt. Ich glaube, in erster Stelle die Informationen vor Ort zu sein, für die Leute da zu sein. Natürlich auch die Regeln zu schauen, ob die Regeln eingehalten werden, die es im Nationalpark gibt. Also, dass man halt nicht überall kreuz und quer gehen kann oder dass man nicht wild campen kann im Nationalpark. Das ist auch eine Aufgabe. Aber wir sind auch ganz viel in verschiedenen Bereichen tätig. Im Naturschutz helfen wir mit, zum Beispiel beim Amphibienzäune aufbauen. Wir sind beim Monitoring dabei, also Auermonitoring zum Beispiel, wie viele Auerhühner gibt es, oder Bibermonitoring. Ihre Aufgaben sind so vielfältig wie die Natur selbst. Petra Jehl hat nicht nur ein Auge auf die Besucher des Parks, sondern auch auf die Tier- und Pflanzenwelt, die im Nationalpark eine besondere Rolle spielt. Also hier haben wir es mit Flachbärlappen zu tun. Das sind ganz, ganz seltene Arten, die in Deutschland nur an wenigen Orten vorkommen, unter anderem eben auch hier im Nationalpark. Das sind ganz alte Pflanzen, die gab es in ihrer größten Ausbreitung im Karbon, also vor über 300 Millionen Jahren. Und heute sind sie stark zurückgedrängt. Und sie sind auch sehr konkurrenzschwach, sodass sie leicht überwachsen werden, so wie hier von den Heidelbeeren. Und wir als Park haben da einfach eine große Verantwortung, die weiterhin zu erhalten. Also alle Flachbärlappen stehen auf der roten Liste und sind zum Teil vom Aussterben bedroht. Und da stehen wir einfach in der Verantwortung. Für die Rangerin ist es nicht nur die Pflanzenwelt, die sie fasziniert, sondern auch die natürliche Entwicklung der Landschaft. Als sie in den 90er Jahren als Parkrangerin begann, setzte der Borkenkäferbefall ein, der den Wald stark veränderte. Der Wandel, bei dem die Natur ohne Eingreifen ihren eigenen Weg fand, hat ihre Einstellung Natur, Natur sein lassen, besonders gestärkt. Wie die Bäume wieder nachgewachsen sind, das ist eigentlich das Faszinierende. Jetzt ist es schon fast wieder so, dass man schon wieder nicht mehr raussieht, dass die Bäume schon wieder übermannshoch sind. Und ja, diese Dynamik, diese Kraft, die da drin steckt, das ist eigentlich so das, ja, was mich total fasziniert. Für Petra Jehl ist der Job als Parkrangerin mehr als nur ein Beruf. Es ist ihre Berufung. Täglich setzt sie sich dafür ein, dass die Natur im Nationalpark Bayerischer Wald ihren eigenen Weg gehen kann. Und dabei bleibt sie stets offen für Begegnungen mit Menschen, die diese vielfältige Natur genauso schätzen wie sie.